Hallo, ich bin Robert vom Ersatzteilshop und ich beschäftige mich in diesem Video mit dem Fehler 30 an AEG-Geschirrspülmaschinen. Der Fehler 30 kann auch als Fehler I30 ausgesteuert werden oder in eurem Display blinkt ganz einfach eine LED dreimal hintereinander. All diese Aussteuerungen des Fehlers deuten aber auf den gleichen Fehler hin, das heißt, euer Gerät hat eine Leckage erkannt. Das heißt, ihr habt eine Bodenwanne in dem Gerät, da gibt es einen Schwimmerschalter und dieser Schwimmerschalter ist aufgeschwommen, sodass euer Geschirrspüler sagt, bitte pass auf, ich bin undicht an dieser Stelle, und begleitet wird diese Problematik dann damit, dass sehr wahrscheinlich die Ablaufpumpe dauerhaft läuft. Das ist einfach ein Schutzmechanismus, damit euer Geschirrspüler so viel Wasser wie möglich wegpumpt und ihr nicht eine große Überschwemmung in der Küche bekommt. An allererster Stelle würde ich jetzt erst einmal danach schauen, und ich packe euch hier im Hintergrund immer noch ein paar Videos rein, die verbildlichen, was ich sage, und oben in die Infokarte nochmal die Hilfevideos, wie ihr dann im Zweifel auch Bauteile tauscht. Aber wir schauen uns jetzt erst einmal die einfachen Varianten an. Das kann sein, dass euer Geschirrspüler einfach nur ungünstig beladen ist. Wenn beispielsweise ein Teller eben nicht in der dafür vorgesehenen Halterung steht, sondern ein bisschen schräg steht, kann das dazu führen, dass der Sprüharm immer wieder Wasser an den Teller dran spritzt und in dem gleichen Intervall das Wasser weitergeleitet wird an die Dichtung. Und wenn das Wasser eben direkt auf die Dichtung strahlt, dann ist es im Zweifel so, dass die Dichtung einfach nicht so viel Wasser aushält. Dann läuft da Wasser an den Dichtungen links und rechts und auch unten zusammen. An der unteren Dichtung gibt es einen Überlauf und dieser Überlauf geht im Zweifel dann eben auch in das Geräteinnere. Das kann also sein, dass dieser Fehler einfach nur mit einer falschen Beladung zu tun hat. In dem Fall würde ich euch jetzt erst einmal empfehlen, den Geschirrspüler vorzuziehen. Also dreht erstmal das Wasser ab, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass da keine Überschwemmung stattfindet. Zieht den Geschirrspüler nach vorn, falls der Fehler 30 jetzt schon ausgesteuert wurde. Kippt ihn ein bisschen zur Seite, dann läuft das Wasser breit oder eben auch raus. Und der Schwimmerschalter wird erstmal wieder gelöst sozusagen. Und dann lasst ihr den Geschirrspüler einfach mal ohne Beladung laufen und guckt, ob der Fehler 30 wieder ausgesteuert wird. Das sind eben Fehlercodes, die auch mal nur sporadisch durch die falsche Beladung entstehen können. Und deswegen schauen wir jetzt erst einmal, ob es damit zu tun hat. Wenn der Fehlercode 30 wieder ausgelöst wird, nachdem ihr das nächste Programm ohne Geschirr gestartet habt, dann kommen wir ein bisschen an die härteren Fakten heran. Es kann sein, dass einfach nur bei euch im Geschirrspüler an dem Salzeinfüllstopfen diese Überwurfmutter locker ist. Diese Überwurfmutter hält einfach den Salzbehälter am Unterboden fest, und wenn die beim letzten Mal Salz nachfüllen ein bisschen sich gelockert hat, dann kann es im Prinzip auch sein, dass dort einfach nur Wasser durchkriecht und am Ende unten in der Bodenwanne landet und damit den Schwimmer hoch oder aufschwemmen lässt. Wenn die Mutter festsitzt, dann kann es sein, dass die Dichtung am Pumpensumpf defekt ist und defekt oder verschlissen ist, und ihr könnt im Zweifel jetzt erst einmal die Schrauben am Pumpensumpf oben nochmal nachziehen. Der Pumpensumpf ist unten im Geschirrspüler hinter den Sieben. Und wenn ihr die Schrauben nachzieht, zieht ihr im Zweifel jetzt einfach den Pumpensumpf wieder ein Stück hoch und damit greift die Dichtung auch wieder. Wenn das jetzt nicht hilft, kann man auch diese Pumpensumpfdichtungen einzeln tauschen. In der Videobeschreibung verlinke ich euch nochmal, wo ihr die bekommt, und hier oben zeige ich euch auch nochmal, wie ihr die im Zweifel tauscht. Wenn der gesamte Pumpensumpf beschädigt ist, also wenn ihr einen Riss im Pumpensumpf seht oder wenn der komplett verzogen ist und sich eben nicht mehr in Form bringen lässt, dann kann man im Zweifel auch den gesamten Pumpensumpf tauschen. Das ist aber eine Reparatur, die ein bisschen Aufwand mit sich bringt und wahrscheinlich ist sehr unwahrscheinlich, dass der Pumpensumpf an sich beschädigt ist. Also meistens ist es wirklich nur die Dichtung oder eben auch die Dichtung am Salzbehälter. Ihr könnt den Geschirrspüler im Prinzip, wenn ihr die Sockelleiste abgebaut habt an eurer Küche, habt ihr dann nochmal am Sockel ein kleines Blech vor dem Geschirrspüler. Das könnt ihr auch lösen, da passiert noch nichts. Und dann macht ihr den Geschirrspüler mal an. Und dann könnt ihr euch da unten hinlegen und schauen, woher das Wasser kommt. So kann man im Prinzip immer nachvollziehen, aus welcher Richtung das Wasser geflossen kommt. Weil auch im Geschirrspüler gibt es Möglichkeiten, die diesen Wasserverlust verursachen. Also es kann sein, dass eure Umwälzpumpe oder eure Ablaufpumpe defekt ist, beziehungsweise die Zu- und die Ableitungen defekt sind. Und da müsst ihr im Prinzip einfach das Programm laufen lassen und schauen, woher das Wasser kriecht.
Ihr seht, wenn ihr in das Gerät hineinschaut von unten, seht ihr einen Schwimmerschalter. Und dieser Schwimmerschalter ist einfach nur eine, oder der Schwimmer ist einfach nur eine Styroporplatte. Und diese Styroporplatte schwimmt auf Wasser auf. Und unter der Styroporplatte habt ihr meist nochmal so eine Vertiefung im Plastik. Und diese Vertiefung läuft dann halt mit Wasser voll und ihr müsst einfach nur rauskriegen, woher kommt das Wasser. Wenn wir aber jetzt sehen, dass das Gerät trocken ist da unten und das Spülprogramm läuft und trotzdem wird dieser Fehler 30 wieder ausgesteuert, dann kann das Problem auch direkt von dem Mikroschalter kommen. Also über dieser Styroporplatte ist einfach nur ein kleiner Schalter und die Styroporplatte schwimmt hoch und betätigt den Schalter. Und der Schalter sagt dann, pass auf, ich habe einen internen Wasseraustritt. Und wenn dieser Schalter quasi dauerhaft gedrückt ist, weil da irgendwie der Schalter defekt ist oder weil da irgendwie sich Schmutz angesammelt hat, der den Schalter in seiner Funktion beeinflusst, dann kann es sein, dass einfach nur der Mikroschalter kaputt ist und den kann man natürlich auch tauschen. Auch dazu haben wir ein Video, was ihr hier in der Infokarte seht. Ja, das sind im Prinzip die Themen, die mir jetzt hier zum Fehler 30 einfallen. Ich hoffe, das Tutorial hilft euch hier beim Retten eures Geschirrspülers, weil das Recht auf Reparatur hat einfach jeder und sollte auch jeder nutzen. Und ich habe euch, wie gesagt, hier in die Infokarten immer noch die jeweiligen Videos, die weiterführenden Videos gepackt. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ran ans Werk!